Hi, ich bin Ferdi von CETA Automotive. Wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, haben wir ein kleines Update eingespielt für unser Active Sound Gateway. Und um euch das zu zeigen, habe ich einmal mein Tablet mitgebracht. Ja, ich würde sagen, schaut euch das mal an. So, wir befinden uns jetzt hier im Hauptbildschirm von der neuen App. Wir haben hier quasi die vier Bedienelemente, wir haben hier die Schieber. Das Gerät zeigt quasi keine Einstellung an, weil wir hier offline sind. Das bedeutet, wir sind noch nicht verbunden. Zum manuellen Verbinden klicken wir jetzt hier auf das i. Dann sehen wir quasi die Geräteinformation. Die App ist jetzt multilingual. Das bedeutet, haben wir ein deutsches Gerät und eine deutsche Sprache eingestellt, dann zeigt er uns jetzt den Text in Deutsch an. Haben wir ein anderssprachiges, dann würde es das in Englisch zeigen. So, wir haben jetzt hier diesen Reload-Button. Wenn wir den anklicken, kommen wir zur Gerätesuche. So, in dem Fall haben wir jetzt unser Active Sound Gateway gefunden. Das klicken wir einmal an. Klicken auf Verbinden, dann fragt er uns nach einem Kennwort. Das Kennwort ist immer standardmäßig 4 mal die 0, es sei denn, ihr habt es einmal geändert. So, 4 mal die 0 geben wir jetzt ein, bestätigen es. Jetzt sind wir schon verbunden. So, das ist der Hauptbildschirm. Das bedeutet, er zeigt uns jetzt an, in welchem Profil wir sind. In diesem Fall die 2. Das wird jetzt vorgeführt in einem Audi mit Audi Drive Select. Das heißt, das jeweils ausgewählte Drive Select Profil wird hier angezeigt. Wechseln wir jetzt zum Beispiel einmal in den Dynamikmodus. Dann hört ihr das vielleicht auch im Video. Das Ding ist jetzt auf sehr laut. Zeigt hier auch Profil Nummer 3 an. Gehen wir jetzt zum Beispiel in den Automodus, dann zeigt uns wieder die Schieber reduziert an. Gehen wir in den Komfortmodus, sehen wir oder hört ihr auch im Video, ist komplett ausgeschaltet. Jetzt gehen wir mal wieder zurück in den Automodus. Wir haben jetzt hier die vier Einstellmöglichkeiten, wie wir es von der alten App auch schon kennen. Bedeutet, klicken wir hier auf den obersten, ist das das Motorstartgeräusch. Das bedeutet das Geräusch, was der Motor einmal macht beim Aufrollen. Das ist quasi das Geräusch, was einmal kommt beim Starten vom Fahrzeug. Ein echter Benziner macht eigentlich nur einen kurzen Aufheuler. So, dann haben wir die zweiten Schieber, das ist Soundeigenschaft, damals auch Sound Characteristics im Englischen. Das heißt, je niedriger die Zahl, desto dumpfer der Ton über das Drehzahlband, je höher, desto heller wird's. Genau, machen wir wieder zurück. So, dann haben wir hier die allgemeine Drehzahl. Das hatte ich schon mal in anderen Videos erwähnt, das ist quasi am besten hörbar im Stand, weil hier regulieren wir die Drehzahl, dann bollert er zum Beispiel im Stand weniger, bis gar nicht. Oder halt immer mehr, bis ins Unnatürliche natürlich, ne? So, dann haben wir hier noch den Lautstärkeschieber, auch wie gehabt, für die leise Treter oder halt hier für volle Pulle. Genau, wichtig ist natürlich auch hier, wenn hier jetzt irgendwelche Einstellungen getroffen werden, ne? So, mal angenommen die hier. Und ihr wollt die jetzt speichern, dann klickt ihr hier auf Einstellungen speichern. Wenn ihr die gar nicht haben wollt, ihr wolltet die jetzt nur mal ausprobieren, dann wechselt ihr einfach einmal kurz das Profil in ein anderes. Sehen wir hier, andere Nummer und wieder zurück. Dann sind die wieder verworfen. Also er speichert sie erst, wenn ihr auf Einstellungen speichern klickt. So, das sind jetzt die vier Hauptmenüs oder Haupteinstellungen. Dann haben wir hier unten natürlich den Deaktivierungsbutton. Dann ist das System komplett deaktiviert oder halt wieder aktiviert. So viel zu den Haupteinstellungen. Dann geht das hier oben rechts weiter zu weiterführenden Menüs. So, hier können wir zum Beispiel den jeweiligen Profilnamen verändern und auch das Kennwort vom System. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ich will nicht mehr, dass es hier viermal die Null ist, da kann ja jeder mit dem System hier spielen, ändert ihr das einfach hier. Ebenfalls die Profilnamen, jetzt zum Beispiel beim Audi Drive Select könnte man jetzt sagen, okay, das ist der Dynamic, das ist der Eco, das ist der Auto etc. Dann habt ihr hier die Profile. Das bedeutet, hier könnt ihr einstellen, mit welcher Taste wollt ihr das System denn umschalten. Fahrzeugprofile wäre jetzt hier zum Beispiel Drive Select, bei BMW wären es die Fahrprofile, bei Mercedes die ebenfalls Fahrprofile. Dann habt ihr zum Beispiel die Start-Stop-Taste oder die ESP-Taste. Das ist halt äquivalent zum vorherigen, nur halt anders dargestellt. Dann habt ihr ebenfalls, wenn ihr jetzt nicht über das Drive Select macht, sondern über Start-Stop zum Beispiel, die Möglichkeit hier die Anzahl der Profile einzustellen und ebenfalls mit welchem Profil das Fahrzeug immer starten soll. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt drei Profile, Startprofil 3, dann startet er mit dem dritten. Wenn ihr das quasi anklickt, dass da keine Markierung drin ist, dann nimmt er immer das zuletzt gewählte. Bedeutet zum Beispiel, habe ich die 1 drin, startet er immer mit Profil 1, ist da nichts drin, startet er mit dem, wie ich das Fahrzeug abgestellt habe. In unserem Fall nicht notwendig, weil wir benutzen die Fahrzeugprofile, das heißt, er erkennt eh das Drive Select. Und dann haben wir hier noch den Menüpunkt Einschränkungen. Hier könnt ihr die Soundabschaltung einstellen. Das bedeutet, ihr könnt zwei Geschwindigkeitsbereiche einstellen, in denen das Soundsystem automatisch die Lautstärke minimiert. Also beispielsweise können wir hier einen Bereich 1 aktivieren und wählen hier uns die Geschwindigkeitsschwellen aus. Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich würde gerne, wenn ich lange Reisen habe, von 130 bis Open End
das Soundsystem abschalten. Das benutze ich zum Beispiel ganz gerne, wenn ich längere Reisen habe. Dann will ich einfach meine Ruhe haben und dann stelle ich hier zum Beispiel solche Geschwindigkeitsschwellen ein und benutze die auch ganz gerne. Das könnt ihr aber auch hier entweder unterschiedliche Schwellen einstellen oder ihr sagt, ich will das gar nicht benutzen und schaltet das einfach ab. So, wieder zurück zum Hauptmenü kommen wir hier mit dem Schließen. So, jetzt sind wir wieder im Hauptmenü und haben die Hauptreiter. Und dann haben wir halt, falls mal irgendwie Nachfragen sind, hier halt den Infoscreen, den ich vorhin gezeigt habe. Da stehen die Informationen zum aktuell verbundenen Modul drin. So, das Schöne ist, wenn wir jetzt quasi das Gerät einmal verbunden haben, dann kennt er unser Auto bzw. unser Modul und kann sich auch selbstständig verbinden. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel die App beenden und beim nächsten Mal einstellen wollen, dann öffnen wir einfach die App, warten kurz, bis er sozusagen das Fahrzeug sucht und sich dann selbstständig verbindet, weil dann ist er bereits verheiratet und kennt auch schon das Passwort etc. und loggt sich automatisch ein. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Die App ist jetzt optisch einfacher zu bedienen. Die alte war schon sehr einfach zu bedienen. Jetzt ist es quasi noch ein bisschen übersichtlicher geworden, optisch noch ein bisschen aufgewertet. Und ich hoffe, es hilft euch jetzt weiter mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.